Die Diagnose Krebs hat Auswirkungen auf die ganze Familie. Schon die Kleinsten spüren, dass etwas anders ist. Hier bieten die Sozialpädagoginnen und Familientherapeutinnen im KIO-Büro ihre Hilfe an. Mit uns können Familien, die Eltern Kontakt aufnehmen, aber auch die Kinder und Jugendlichen. Wenn Unsicherheiten bestehen, wie ist denn die Situation jetzt? Wie gehen wir damit um innerhalb der Familie? Was können wir unseren Kindern sagen? Das Angebot der erfahrenen Pädagoginnen ist vielfältig. Einzel- oder Paargespräche, aber auch Familiensprechstunden oder der Austausch in Gruppen mit Gleichaltrigen sind möglich. Sie sollen es erzählen, auf jeden Fall. Und es ist sinnvoll, sich vorher erstmal selbst zu sortieren und klarzukriegen, nicht sozusagen aus dem Überbohrten von Gefühlen heraus mit den Kindern zu sprechen, sich zu sortieren und Worte zu wählen und dann aber nicht mehr lange zu warten und mit den Kindern zu sprechen. Die Beratung ist kostenlos und individuell auf die Familienkonstellation und das Alter der Kinder abgestimmt. Das KIO bietet auch Literatur an, zum Beispiel Kinderbücher, die den Zugang zur Krankheit Krebs erleichtern. Kommunikation findet ja auch mit kleinen Kindern schon statt und auch in geringem Alter sollte man kein Tabu draus machen, weil das für die Kinder dann einfach so eine Idee gibt, da ist etwas und wenn mit mir darüber nicht gesprochen wird, dann muss das ganz besonders schlimm sein und dann machen sich Kinder Fantasien, die schwieriger zu bewältigen sind oder die Folgen dessen sind schwieriger zu bewältigen, als wenn man einfach da offen umgeht miteinander. Konkret kann die Hilfe bei KIO so aussehen. Man kann die Kinder auch fragen, was hast du denn schon mitbekommen zum Beispiel? Und dann ist es auch oft ein guter Einstieg, um zu hören, Mensch, was haben die Kinder mitbekommen? Man kann es vielleicht korrigieren, richtigstellen, wenn sie sich falsche Vorstellungen gemacht haben, was ganz wichtig ist. Und man sollte sie einfach informieren, wie ändert sich jetzt dein Alltag? Und ihnen vor allem das Gefühl geben, aber wir werden dafür sorgen, dass es euch gut geht. Denn niemand wird alleine krank und auch die Personen im Umfeld brauchen Hilfe.